seit der Saison 2012-2013 ist mein heutiger Interviewgast bei dem SK Buntigammer Sturm Graz unter Vertrag. Damals noch in der Akademie der Steirer, schon 2017-18 rückte er in den Kader der Amateure nach und ist seit 2019 auch fixer Bestandteil der Grazer Abwehr. Ich freue mich sehr, dass ich nun Vincent Drummer heute in der ersten Ausgabe von Frisch Treffpunkt Fußball bei mir begrüßen darf. Hallo Herr Drummer. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Freut mich. Ja, es ist bereits zu einer Art Tradition geworden, dass ich meine Gäste zunächst einmal nach der Definition ihres Berufes frage. Daher, wie würden Sie den Begriff Verteidiger in nur einem Satz beschreiben? In einem Satz? Ja, in einem Satz. So wenig wie möglich hinten zulassen und das Spiel von hinten aufbauen. Perfekt. Genau. Man hört jetzt schon, zumindest ich, so ein bisschen unter den Zeilen, dass neben der Verantwortung des Torwartes ja auch der Verteidiger eine gewisse Verantwortung hat, vielleicht sogar mehr als die anderen Feldspieler. Wenn man jetzt als Mannschaft verliert und einige Tore kassieren hat müssen, gibt man sich dann als Verteidiger selbst auch die Schuld oder ist dann eher der Torwart der Böse oder die ganze Mannschaft? Da das Verteidigen eigentlich in meinen Augen schon bei den Stürmern beginnt und nicht nur hinten bei den Verteidigern und bei den Torwarten, ist die ganze Mannschaft schuld, wenn man viele Tore bekommt. Okay, ja. Warum ist der Stürmer eigentlich schon Verteidiger? Oder warum beginnt beim Stürmer schon das Verteidigen? Viele Mannschaften spielen ja jetzt mit Pressing. Und das ist eigentlich eine Art von Verteidigen, weil man will ja den Ball erobern. Und das kann halt eben schon sehr früh beginnen. Und dann gibt es noch eben die Laufwege von den Stürmern, auf welche Seite wir das Spiel lenken wollen oder ob wir das Spiel durch die Mitte haben wollen. Also hängt das eigentlich von den ganzen Spielern ab. Okay, ja, so viel dazu. Jetzt zu Verletzungen. Verletzungen sind ja für viele oder für alle Fußballer immer der größte Feind. Sie sind ja selbst seit einiger Zeit verletzt und können nicht für ihre Mannschaft auflaufen. Wie geht man dann mit so einer Situation um und beziehungsweise kann man an solchen Rückschlägen auch wachsen? Natürlich ist es ein Rückschlag am Anfang, aber ich glaube, darf man nicht mehr traurig sein und muss den Kopf wieder nach oben tun. Und ich glaube, man kann an vielen Sachen arbeiten, an denen man sonst im Mannschaftstraining nicht wirklich arbeiten kann. Und deswegen, es hat sicher auch seine Vorteile mit sich, aber schön ist es nicht. Das glaube ich. Welche Trainingseinheiten sind denn unterschiedlich, wenn man verletzt ist, im Gegensatz zum normalen Mannschaftstraining? Ich würde jetzt mal sagen, im Bereich also Athletik kann man sehr viel trainieren, also körperlich. Ich bin derzeit, weiß nicht, 6-mal in der Kraftkammer und während der Saison geht es nicht, weil man auch am Platz die Leistung zeigen muss. Und ich denke, da kann man sich sehr stark verbessern und ja, taktisch auch, weil man viele Videos bekommt. Und wenn man jetzt verletzt ist, geht man dann schon noch ins Stadion, um die eigene Mannschaft anzufeuern oder ist einem das dann in der Zeit eher egal? Nein, also für mich als Steirer bin ich sowieso
Sturm-Fan eigentlich. Also auch wenn ich nicht bei Sturm wäre, würde ich ins Stadion gehen. Und jetzt, wo ich verletzt bin, gehe ich natürlich auch ins Stadion. Nur bei den Auswärtsspielen ist es ein bisschen schwierig. Ja, das ist klar. Ja, ich möchte jetzt wieder auf die Verletzung zurückkommen. Genau. Jetzt habe ich mich verzettelt, Entschuldigung. Blödsinn. Am 16. Februar des heurigen Jahres durften Sie Ihr Bundesliga-Debüt feiern. Und erzählen Sie uns doch davon, wie sich dieser Moment angefühlt hat, zum ersten Mal in der Bundesliga und dann noch bei einem Heimspiel auf dem Rasen zu stehen. Ich war also in der Kabine, also vor dem Spiel eigentlich, ein paar Tage vorher, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich spiele. Und da ist es eigentlich noch so gegangen. Ich habe mir gedacht, das wird schon gehen. Und dann kurz vorher, wo ich in der Kabine war, war ich schon sehr angespannt und ein bisschen nervös. Aber ich glaube, ein bisschen Anspannung ist gut vor so einem Spiel. Und dann die Atmosphäre im Stadion und mit den ganzen Fans, das war schon unglaublich. Das glaube ich. Und hat man dann auch eine gewisse Ehrfurcht, wenn man jetzt zum ersten Mal spielen darf und dann in der Kabine steht und da sind lauter namhafte Spieler, die schon eine tolle Karriere bis jetzt absolviert haben? Naja, sicher. Also so die eigenen Spieler von Sturm kennt man ja schon so und da nicht mehr so, wenn man jetzt sieht, gegen wen man dann so spielt, natürlich hat man da etwas Respekt. Genau. Ja, circa einen Monat nach Ihrem Debüt kam der Corona-Lockdown. Zuerst einmal, wie hat Sie diese Situation getroffen? Also nicht mehr spielen zu können. Naja, eigentlich sehr. Also ich war da gerade so im Aufschwung, kann man sagen, und war immer im Kader und habe auch schon gespielt. Und natürlich dann der Lockdown. War ein blöder Zeitpunkt, es ist immer ein blöder Zeitpunkt, aber für mich halt sehr, aber kann man nichts machen, muss man das Beste draus machen jetzt. Ja, die Meisterschaft wurde unterbrochen und auch die Trainings waren verboten. Was haben Sie gemacht, um fit zu bleiben und wie sehr ist Ihnen der aktive Fußball bzw. das aktive Fußballtraining abgegangen? Wir haben immer vom Trainer Heimprogramme bekommen. Und das war eben meistens Kraft und Läufe. Und wenn man das dann über, weiß ich nicht, 1,5 Monate nur Laufen und nur Körper, dann vermisst man den Mannschaftsbetrieb natürlich sehr und auch seine Mitspieler. Aber ja, im Endeffekt hatten wir dann eh Glück, dass wir bald wieder zusammen trainieren konnten, also in Kleingruppen halt. Ja, bei Sturm Graz hat es ja jetzt auch einen Trainerwechsel gegeben. Von Nestoril Maestro letztendlich zu Christian Ilzer. Also Nestoril Maestro ist ja schon früher entlassen worden. Merkt man das auch am Spielstil? Ja, ich glaube schon. Also ich finde, wir haben viel mehr Ideen beim hinten herausspielen und auch im letzten Drittel sind viel mehr Ideen und wie wir zu mehr Torchancen kommen. Und auch so in der Mannschaft finde ich, der Spirit ist auch besser geworden. Und also ich bin positiv eingestellt. Das ist schön zu hören. Ja, ich möchte jetzt noch einmal kurz auf die Corona-Krise zurückkommen. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie dann, als wieder die Trainings erlaubt waren, etwas verlernt haben? Oder wie hat sich das angefühlt, dann endlich mal wieder auf dem Platz zu stehen? Naja, am Anfang natürlich. Wir hatten lange Pause, lange kein Mannschaftstraining mehr. Da geht nicht alles sofort wieder auf. Und das Training war ja dann in Kleingruppen und dürften auch noch keinen Körperkontakt so richtig haben.
Also es waren eher auch wieder Läufe und Passen. Also es geht einem dann schon sehr ab, ein normales Training. Das glaube ich. Ja, jetzt zu einem gänzlichen Themenwechsel. Die Ernährung von Profifußballern ist ja immer relativ streng. Wie sieht Ihr Ernährungsplan für die Zeit während der Saison aus und wie, wenn Sie gerade zum Beispiel auf Urlaub sind oder wie jetzt verletzt sind? Naja, also während der Saison, wir bekommen eigentlich jedes Mal Frühstück. Und da kann man essen normales Brot mit Marmelade oder ein Müsli. Wenn ich jetzt zu Hause bin zum Beispiel, mache ich mir meistens ein Haferflockenmüsli oder zum Beispiel ein Ei. Zum Mittag brauchen wir natürlich viel Kohlenhydrate. Deswegen bevorzuge ich meistens Nudeln. Und zwischendurch halt immer Obst und Gemüse. Aber sonst, ich glaube, eine ausgewogene Ernährung passt schon. Und jetzt während der Verletzung muss ich halt leider ein bisschen auf Fleisch verzichten, was schwer eigentlich für mich ist, aber ist halt nicht gut für die Schwellung. Und ich sage, im Urlaub kann man sich auch mal einen Burger gönnen oder so. Also das ist gar kein Problem. Ja, Dafür ist der Urlaub da. genau. Ja, wie haben Sie sich während der Zeit des Lockdowns, also wo keine Spiele möglich waren, ernährt? Also war das da auch so mehr auf Urlaubsmodus oder schon aktive Saisonmodus? Schon eher Saisonmodus, weil die Läufe waren sehr anstrengend und waren eigentlich anstrengender wie das normale Training, ist mir vorgekommen. Also ich habe fast noch mehr gegessen und noch mehr geschaut, was ich esse, als während der Saison, muss ich ehrlich sagen. Das ist klar. Ja, genau. Zum Training jetzt noch einmal. Wie sieht so ein, ich sage jetzt mal, typischer Arbeitstag an einem normalen Wochentag aus? Und wenn Sie jetzt nicht verletzt sind? Also wenn ich fit bin. Ja, wenn Sie fit sind, ja. Naja, also wir haben um 8:30 Frühstück gemeinsam. Das heißt, ich stehe ungefähr um 7:45 auf und fahre ich gleich zum Training. Dort mal essen. Dann können wir nach dem Essen noch ein bisschen in die Kraftkammer, um auszurollen oder aktivieren, was man will. Und dann haben wir meistens eine Videoanalyse, entweder vom Gegner oder vom vorherigen Spiel. Dann haben wir meistens in der Kraftkammer gemeinsames Aktivieren oder auf der Laufbahn aktivieren. Und danach geht es eigentlich zum Mannschaftstraining. Dort machen wir Laufgymnastik noch vorher und danach eine Passübung und wenn es gut ausschaut, noch ein Match. Sonst vielleicht auch noch Läufe. Dann haben wir meistens nach dem Training noch eine Regenerationsstunde, jetzt neu bei Christian Ilzer. Und dann gibt es Mittagessen. Und dann kommt es halt darauf an, ob wir noch ein Training haben oder ob wir am Nachmittag frei haben. Wenn wir ein Training haben, wird das meistens in zwei Gruppen dann gesplittet. Dann kommen die ersten Spieler wieder um 14:30 und dann haben wir um 15 Uhr Training in der Kraftkammer. Und die anderen kommen dann eben um 15:30 und haben dann um 16 Uhr in der Kraftkammer Training. Sehr gut, ja. Sie haben es angesprochen. Es gibt jetzt erstmals Regenerationsphasen unter Christian Ilzer. Finden Sie diese wichtig? Ich glaube schon, weil wenn man so ein hartes Training hat, muss man die Regenerationsmaßnahmen auch nützen, dass man am nächsten Tag wieder topfit ist. Und wenn man nicht selbst gescheit genug ist, um das zu machen, dann ist es eigentlich gut, dass er jetzt eine ganze Stunde dafür eingeplant hat. Ja, genau, so viel zum Training. Jetzt angenommen, es ist Wochenende, es ist normaler Bundesliga-Spieltag. Wie sieht da dieser Arbeitstag für Sie in der Regel aus, wenn Sie
eben vorausgesetzt wieder fit sind. Wir treffen uns meistens schon in der Früh zusammen, tun gemeinsam frühstücken und haben dann noch am Platz ein kurzes Training, also entweder also aktivieren und Hösche meistens. Dann geht es gleich auch zum Hotel. Da haben wir dann Mittagessen. Danach kann man sich noch ein bisschen hinlegen oder was man vor dem Spiel eben braucht. Dann kurz bevor wir wegfahren, kann man noch einen kleinen Snack essen, also nicht einen Toast oder so, ein Müsli. Und dann haben wir eben noch die Besprechung vor dem Match noch im Hotel und dann fahren wir gleich ins Stadion. Und wie geht dann im Stadion der Ablauf weiter? Naja, also die meisten Spieler gehen dann raus auf den Platz, sich den Platz einmal anzuschauen, wie er halt ist, ob man mit Eisen spielt, ob man mit Gummler spielt. Danach geht man dann noch einmal hinein, dann kann man unten in so einem anderen Raum sich noch ein bisschen dehnen oder Radl fahren, was man eben vor dem Spiel braucht. Und dann geht es eh gleich raus zum Aufwärmen. Und danach geht es eh schon rauf auf den Platz, also auf den Platz. Genau. Und viele Fußballer haben ja auch immer eine Motivationsmusik oder ein Motivationsritual, das sie vor dem Spiel entweder hören oder ausüben. Haben Sie auch so etwas? Als Mannschaft glaube ich jetzt nicht so richtig. Wir haben immer sehr, sehr verschiedene Musik, aber jeder mag eigentlich die gleiche, also passt das schon. Und so für mich, ich habe da so ein bisschen ein Ritual mit Schienbeindeckel rauftun, welchen Schuh ich zuerst anziehe und so und welchen Stutzen. Aber sonst als Mannschaft noch nicht, sagen wir mal so. Okay. Ja, Sie selbst haben ja auch schon einige Spiele absolvieren dürfen, darunter gegen Meister Salzburg, den LASK Rapid und den WRC und auch schon in zwei Steiermark-Derbys Spielpraxis sammeln dürfen. Hat sich unter all diesen Gegnern auch schon eine Art persönlicher Lieblingsgegner herauskristallisieren können? Ganz sicher WAC, glaube ich. Weiß nicht, also mein Vater war früher beim WAC und deswegen stichelt er mich manchmal ein bisschen an, so. Und ich weiß nicht, ich mag es sehr dort zu spielen, im Stadion in Kärnten. Und ja, bis jetzt immer ein gutes Duell gewesen. Ja, der WRC ist ja auch ein heimlicher, also großer Rivale. Ja. Immer das Schwarz-Weiß-Derby, so wird es genannt in einigen Medien. Spürt man da schon einen gewissen Druck von beiden Seiten? Also wenn man gegen den WRC spielt, dass der WRC sehr drückt und auch Sturm Graz, dass sie eben gewinnen wollen? Ich glaube, ein Druck ist immer da, weil ich glaube, es ist ein Spiel auf Augenhöhe, kann man sagen. Und es gibt derzeit nicht wirklich einen Favoriten. Und deswegen würde ich sagen, ist sicher ein Druck dahinter, denn solche Spiele können immer ausgehen. Also das weiß man nicht wirklich. Ja, dann müssen wir auch schon zum Abschluss kommen. Und da habe ich noch folgende Frage an Sie. Was wünschen Sie sich für diese Saison, wenn Sie wieder spielbereit sind? Und wie sehr ist der Wille da, heuer vor dem TSV Hartberg zu landen in der Tabelle dann? Ich wünsche mir für die Mannschaft nur das Allerbeste, muss ich sagen. Also ich hoffe, sie schneiden ab und sie haben auch sicher das Zeug dazu. Für mich persönlich hoffe ich, dass bald kann ich gar nicht sagen, aber dass ich bald wieder mit ihnen am Platz stehen kann und vor Hartberg ist sehr wichtig, glaube ich. Ja. Also,
Noch einmal, das wäre nicht gut, sage ich einmal. Ja, dann darf ich mich schon sehr herzlich für dieses Interview bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch im Hinblick auf Ihre Verletzung, und bedanke mich nochmal recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem Interview teilzunehmen. Vielen Dank, gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao.